Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Kaum eine andere vergleichbare Kampagne hat in den letzten Wochen so viel Staub aufgewirbelt wie die Kampagne über Sexismus MeToo. Doch jetzt ist die Frage, was bleibt von dieser Kampagne, von dieser Sexismusdebatte übrig? Ist sie vielleicht auch zu übertrieben geführt worden oder notwendiger denn je? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren, aber zuvor führt uns Johanna Gasser in das Thema ein. Ausgelöst wurde die aktuelle Debatte über Sexismus von Harvey Weinstein. Der berühmte US-Hollywood-Produzent wurde von vielen Schauspielerinnen beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Daraufhin entstand die Internetkampagne MeToo. Kurz darauf demonstrierten online zahlreiche Frauen, unter ihnen viele Stars, wie verbreitet das Problem ist. Sie berichteten von herabwürdigenden Kommentaren, unangenehmen Berührungen und immer wieder von Verharmlosung. Die Kampagne hat mittlerweile eine enorme Dimension erreicht, die bis zu uns nach Europa übergeschwappt ist. Auch in der Politik kam es zu Diskriminierungsvorwürfen. Das EU-Parlament kündigte an, Vorwürfe der sexuellen Belästigung in seinen Reihen extern untersuchen zu lassen. Ebenso machten Mitarbeiter der Parlamente in Großbritannien und Schweden sexuelle Übergriffe öffentlich. In Österreich hat sich der Nationalratsabgeordnete Peter Bilz wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung aus der Politik zurückgezogen. Wie schaut es bei uns in Südtirol mit Sexismus im Alltag, im Beruf oder in der Politik aus? Wie geht die heimische Politik mit dem Thema um? Wird das Thema verharmlost oder findet hier gar eine Hetzkampagne gegen Männer statt? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Die Politik wird oft als Spiegelbild der Gesellschaft bezeichnet. Deshalb habe ich heute auch zwei Landtagsabgeordnete zu mir ins Studio eingeladen. Zum einen Brigitte Fopper von den Grünen und zum anderen Sigmar Stocker von den Freiheitlichen. Fein, dass Sie beide kommen konnten. Grüß Gott. Frau Fopper, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren hierzulande mit den Frauenrechten, mit der Frauenpolitik. Kommt Sexismus Ihrer Meinung nach bei uns in Südtirol im Alltag, im Beruf oder eben auch in der Politik vor? Ja, also wenn wir daran denken, an die internationalen Zahlen, dann hat man jetzt zum Beispiel im Europaparlament in der Entschließung, die jetzt gefasst wurde zu diesem Thema, festgestellt, dass mehr als die Hälfte der Frauen in Europa sexuelle Belästigung erfahren haben. Sexismus ist eine Stufe weniger, würde ich sagen. Das ist also die Erfahrung, dass man aufgrund des Geschlechtes in bestimmten Erfahrungen ausgesetzt wird, bestimmten Diskriminierungen auch. Das wird in Südtirol nicht anders sein, würde ich sagen. Die Erfahrungen, wir haben schlechte Datenlage, müssen wir dazu sagen, aber die Erfahrungen sind die, wenn wir uns umhören, dann zieht sich das quer durch die Berufe, durch das Ehrenamt, durch unsere Lebenserfahrungen von Frauen. Und ich habe heute einfach eine kleine Umfrage in meinem Bekanntenkreis gemacht. Ich habe 120 Frauen angeschrieben, die in meiner Telefonagenda sind. Und ich habe da Dutzende von Rückmeldungen bekommen, die wirklich aus allen Bereichen berichten, von anzüglichen Witzen bis Berührungen, bis Umgang oder Erfahrungen mit Exhibitionisten auf der Straße, mit auch nur Beobachtungen, die man im Beruf gemacht hat, in der Schule, im Handwerksbetrieb, im Gastgewerbe. Also da glaube ich, ist Südtirol, unser Land in den Alpen, ganz sicher keine Ausnahme. Also Sexismus ist ein Thema, sagt Brigitte Fopper. Herr Stocker, Sie sind ein Politiker, der als sehr gesellig zu beschreiben ist. Das heißt, Sie gehen gerne unter Leute, Sie gehen gerne unter Menschen, egal welchen Geschlechts. Würden Sie sagen, da muss man dann auch als Politiker vermehrt aufpassen, dass es da nicht auch falsch interpretiert wird, gewissermaßen, wenn manchmal ein schnell abgegebener Kommentar bezüglich oder gegenüber einer Dame dann erfolgt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Ja, ich möchte mal unterstreichen, dass das Thema sehr wohl in der Praxis auch in Südtirol vorhanden ist. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung die Gleichstellungsrätin Dr. Morandini kontaktiert, ob sie mir Fälle sagen kann, ob sie jemanden betreut. Sie hat 9 Fälle im Tätigkeitsbericht 2016 erwähnt von ihren 300 sonstigen Fällen. Also das Thema ist da, aber die Dunkelziffer wird sicher sehr, sehr viel größer sein. Das möchte ich unterstreichen. Ich möchte gleich bei dieser Gelegenheit sagen, Frauen sollen sich auch Hilfe suchen, sollen sich wehren, wenn so etwas passiert. Das vorausgeschickt. Ob es draußen natürlich schwierig ist, ich glaube, diese Kampagne hat zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es gut, wenn dieses Thema nun besprochen wird in der Gesellschaft. Ich finde das sehr gut, aber auf der anderen Seite kommt mir vor, gibt es langsam eine Tendenz,
wo die Männer natürlich Angst haben, wie soll ich mich in Zukunft verhalten im Umgang mit Frauen, ohne dass irgendetwas passiert. Ob das jetzt ein Politiker ist oder ein Chef eines Betriebes, ob das ein Lehrer ist bei seinen Schülerinnen oder ob das ein Arzt ist mit den Krankenschwestern, sei dahingestellt. Es ist eben nicht nur ein Thema der Politiker, sondern aller. Die Frage ist, ob wir gut tun, hier fast eine Treiberg zu eröffnen und somit eigentlich den wirklich betroffenen Frauen nicht helfen. Kommen hier oder fallen Männer unter Generalverdacht mit solchen Kampagnen, Frau Foppa? Das ist etwas, was auf jeden Fall nicht passieren soll. Und wir müssen auch dazu sagen, und das ist auch mein kritischer Ansatz dieser Kampagne, dass wenn wir dergleiche Debatten auch über Facebook zum Beispiel oder soziale Medien austragen, dann gibt es auch manchmal einen beschleunigten Prozess, also so eine Art Schnellverurteilung von Menschen, und das darf nicht passieren. Also das sind die Grenzen dieser Kampagne. Andererseits hat man hier auch ein klein wenig ein Klima der Solidarität geschaffen, das es sonst oft nicht gibt, gerade zu diesem Thema. Und mir wurde auch heute wieder gesagt, es passiert oft, dass man beobachtet, dass sexistische Witze gerissen werden, dass auch Übergriffe passieren, und man traut sich nicht, dass offen zu sagen. Diejenigen, die das tun, die werden dann als Querulantinnen abgestempelt oder als Brüde oder als langweilige, frigide Feministinnen, was auch immer. Man gerät da in eine Ecke, und diese Ausgrenzung, die will man einfach auch nicht erfahren. Es ist auch sehr oft ein Selbstschutz, und alle diese Grenzen, die in der Gesellschaft entstehen, die werden jetzt vielleicht ein wenig aufgelöst. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, nur das noch, dass jetzt endlich auch darüber geredet wird. Aber wenn ich replizieren darf, dieses Problem können wir nur lösen, wenn sich die Frauen aber auch wirklich sofort wehren. Ich zum Beispiel halte nichts davon, was jetzt passiert, dass auf einmal 5 Jahre, 10 Jahre zurückgegriffen wird und gesagt wird, ja, ich habe es erfahren, ich habe es erfahren. Also 10 Jahre vergehen zu lassen, das ist eigentlich eine Sache, die nicht gut geht, meines Erachtens. Eines muss sicher sein, die Frauen müssen sicherlich lernen, solche Zustände eventuell sofort zu melden, weil Nachkarten, so lange, in 10 Jahren verändert sich auch ein Mensch. Wenn ein Mensch... Ja, auch die Erinnerung. Ja, aber auch die Erinnerung, wenn ein Mensch vor 10 Jahren etwas getan hat, dann lebt er ja weiter 10 Jahre, und heute ist er vielleicht ganz ein anderer Mensch, das muss man einfach sagen. Deshalb jetzt Nachkarten ist sehr schwierig, und man darf einfach nicht vergessen in dieser Problematik, wenn jemand so eine Anschuldigung bekommt, ist gleich, wo er arbeitet, ob es Sie sind, Herr Bassani, dann garantiere ich Ihnen, dann würden Sie morgen nicht mehr hier arbeiten, sondern auch Pro und Contra von zu Hause zuschauen. Also wer einmal so eine Anschuldigung bekommt, der ist einfach weg vom Fenster. Aber auch wer einmal so eine Erfahrung macht. Ich möchte auch dazu sagen, Machen sich auch die Männer dazu einfach? Das schon, dazu möchte ich noch kommen, aber ich möchte auch noch mal antworten, warum wir vielleicht als Frauen nicht immer schnell reagieren. Manchmal ist es so, dass wir die Dinge erst verarbeiten müssen. Vielen von uns wird auch erst bewusst, dass das, was uns passiert ist, vielleicht als Kindern, als jungen Mädchen, dass das gar nicht normal war. Wir sind vielleicht in einer Lage damit konfrontiert worden, wo wir diese Erlebnisse gar nicht einordnen konnten. Und deshalb kommen, glaube ich, auch manchmal diese verzögerten Berichte heraus. Jetzt, wo das Ganze öffentlich geworden ist, da kommt es halt. Es war mit anderen Missbrauchsfällen ja auch so. Da sind auch Dinge erst ins Rollen gekommen. Ich glaube, ja. Wo sich's Männer zu leicht machen, da ist da diese Aussage, die man immer wieder hört, ja, aber dann kann ich ja nicht mal mehr mit einer Frau Aufzug fahren, oder dann kann ich ja jetzt ja nicht mal mehr einer Frau ein nettes Kompliment machen und so weiter. Und da möchte ich jetzt wirklich ganz klar eine Antwort auch bringen, denn ich habe an die vielen Männer gedacht, die irgendwelche sexistische Äußerungen in meiner Gegenwart, in meinem Leben gemacht haben. Und ich habe an ihre Gesichter gedacht, während sie diese Aussage getroffen haben. Und das waren immer Leute, die wussten, dass sie hier etwas sagen, das mich irgendwie in eine peinliche Situation bringt oder mir vielleicht klar macht, in welcher untergeordneten Machtposition ich bin und so weiter. Also das war immer ein Bewusstsein bei den Männern, das da war. Und ich möchte nicht, denn das ist mir sehr wichtig, und ich möchte nicht, dass hier Männer als hingestellt werden, dass sie zu blöd sind, zu dumm sind, um zu verstehen, wann sie Frauen verletzen. Sogar die kleinen Buben im Schulhof wissen schon, wann sie die Mädchen verletzen. Frau Foppa, das ist eine interessante Frage, die ich jetzt gerne an Sie, Herr Stocker, als Mann, als politischen männlichen Vertreter Ihrer Partei unter Anfangssachen hier eingeladen richten möchte. Ab wann ist denn die Grenze Ihrer Meinung nach überschritten? Bis wohin kann man noch Komplimente machen, einer Frau Komplimente machen, und wo würden Sie sagen, okay, jetzt reicht es, ich mache Ihnen da ein ganz konkretes Beispiel vielleicht auch, das doch ziemlich auch in den deutschen Medien zitiert wurde. Ein Politiker machte einer SPD-Politikerin ein Kompliment und meinte, ich habe keine so junge und schöne Frau erwartet als eine
Beamtin gewissermaßen ins Zimmer trat und das sorgte dann für einen Eklat. Darf man ein solches Kompliment einer jungen Frau nicht mehr machen und sie als jung und schön bezeichnen? Ist da schon die Grenze überschritten gewissermaßen, Herr Stocker? Ich glaube, wenn man eine Frau schön nennt, dann ist das ein Kompliment. Ich zum Beispiel sehe jetzt hier nichts Anrüchiges. Ich glaube, das ist doch das Schönste, was man sagen kann, wenn man sagt, Sie sind eine sehr schöne Frau, Sie sind sehr schön gekleidet, Sie haben eine sehr schöne Frisur zum Beispiel. Das sind doch Komplimente und man muss die Herangehensweise betrachten. Wir vielleicht verstehen gewisse Sachen auch als ein Kompliment, eine Frau vielleicht, und hier muss man unterscheiden. Eine Frau sagt, das ist mir jetzt zu viel gewesen, eine andere Frau kann so etwas genießen. Also die Frage wäre ja auch zu klären, was ist denn Sexismus genau, wenn man sagt, einen Witz erzählen. Witz sagt ja schon, dass es ein Spaß sein soll und nichts Ernstes. Dann kann man natürlich sagen, geht es zu weit, dem anderen oder einer anderen Frau geht es nicht zu weit. Also da hat auch jede Frau, glaube ich, eine andere Herangehensweise. Nur, ich möchte replizieren, Kollegin Foppa, das würde ich nicht unterschätzen, dass Männer vielleicht morgen Angst haben, im Aufzug alleine mit einer Frau zu fahren. Weil wenn irgendetwas schief geht und man bekommt diesen Vorwurf, dann glauben Sie mir, da zerstören Sie oder da richten Sie nicht nur diese Person aus, Sie zerstören auch eine Familie. Jemand hat Kinder zu Hause, also da leidet ja das ganze Umfeld mit. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben einige Bekannte gefragt im Vorfeld der Sendung. Auch ich habe einige Menschen gefragt und vor allem Männer haben mir gesagt, da übertreiben Frauen komplett im Zusammenhang mit dieser Diskussion. Ich denke, dass Männer nur hinschauen brauchen, wie kommt mein Kompliment bei einer Frau an. Mhm. Vielleicht eines gefällt einer Frau und einer anderen Frau nicht. Das spürt man im Normalfall ja sofort. Und ich frage mich, warum Männer hier sich so wirklich so dumm stellen und sagen, dass sie das nicht checken, ob einer Frau ein Kompliment gefällt oder nicht. Ich möchte Ihnen einfach aus meinem Berufsleben auch sagen, mit welchen Aussagen wir konfrontiert sind. Das sind nicht die Dinge, heute haben Sie ein schönes Kleid an, Frau Kellnerin. So geht es nicht. Es ist da, dass man im Gastgewerbe ist und da treten die Kellnerinnen zum Service an. So ist es mir erlebt in meiner Jugendzeit. Und dann ruft der Chef, nicht der Service beginnt, sondern sagt, Hennen, kämmen. So hat das geheißen. Und da braucht es kein Laureat, um zu verstehen, dass das einer Frau, dass das den Frauen nicht passt. Aber ich möchte sagen, es gibt auch einzelne Frauen, wir haben auch alle einen anderen Humor und auch alle einen anderen Umgang mit Charme und mit Flirt und so weiter. Deswegen ist es eben wichtig zu verstehen und auch die Sensibilität zu haben und die Einsicht zu haben, dass das, was ich einer Frau sage, dieser Frau nicht wehtun soll. Das ist eigentlich ein humaner Ansatz und der ist nicht übertrieben und der ist für Frauen und für Männer sehr wohl tragbar. Darf ich Ihnen noch eine Studie zitieren zu diesem Witz? Aber ganz zu kurz bitte, dann möchte ich gerne Herrn Stockholm zu dem antworten lassen. Weil, ganz kurz bitte. Ja, da hat man eine Studie gemacht und hat 54 Witze, sage ich mal, Männern und Frauen vorgelegt. Und man hat die gefragt, wie sie sie empfinden. Und das Empfinden, was ist jetzt beleidigend oder was ist jetzt verletzend, das war total ähnlich. Nur 4 Witze wurden von Männern witzig gefunden und von Frauen nicht. Aber sogar die haben verstanden, dass es da sexistisch herging. Also ich glaube, diese Aussage, dass Männer das nicht verstehen, die können wir wirklich ad acta legen. Ich möchte ein bisschen die Aussage replizieren, dass man sagt, ich glaube nicht, dass Männer so dumm sind. Männer sind nicht dumm. Eben. Aber es gibt verschiedene Zugehensweisen. Der eine stellt sich ein bisschen Botsche dran und der andere stellt sich anders an. Aber ich glaube, es ist nicht richtig. Ich glaube, es ist nicht richtig, dass man von den Männern alles verlangt. Er kann einen Fehler machen. Er kann, und ich habe noch einmal kann gesagt, sich dann auch ich bin entschuldigen. Froh. Er kann sich ganz entschuldigen. Genau, er und kann nicht sich noch entschuldigen. Tun, oder? Und ich verlange aber auch, eine Frau soll auch sagen, das geht mir zu weit. Absolut. Oder wenn der Kellner sagt, Herr, die Hennen, dann muss man als Chef dann, nicht oder der Chef sagt, okay, wenn es der Chef, dann muss man sagen, das lasse ich mir nicht gefallen. Und bleiben wir. Deshalb das bin ist ich nicht froh, immer so Debatte. Einfach, Kollege ja. Stocker. Wenn man aber in deshalb einem tut er diese Debatte jetzt gut ja, eigentlich, nur dürfen wir nicht in eine wirkliche Treibjagd gegenüber den Männern atmen. Das ist interessant. Sie haben jetzt die Machtposition auch angesprochen. Das wird ja immer wieder im Zusammenhang mit Sexismus dazu dargeführt, dass es vor allem auch um Macht geht. Den Männern geht es um Macht. Der Kölner Psychologe Joris Lammers meint, eigentlich würden auch die Frauen ihre Macht ausnutzen, nur haben sie seltener als Männer eine Machtposition inne. Glauben Sie das auch so, Frau Foppa? Ja, das kann ich eben sehr schwer einschätzen. Ich habe da auch dazu mich ein bisschen eingelesen.
Und es ist so, dass wir das momentan nicht überprüfen können. Wir können ja auch nicht überprüfen, wie werden sich junge Männer, die vielleicht jetzt ganz anders aufgewachsen sind, werden sich vielleicht auch die so verhalten wie jetzt ältere Männer schon oder verändert sich da was? Das können wir ebenso wenig sagen, wie es mit den Frauen in Machtpositionen ist. Aber es gibt auch durchaus Frauen, die Machtpositionen missbrauchen. 90% zu 10%, sagt man im EU-Parlament, ungefähr im Ausmaß. Also damit man hier auch eine Ahnung hat. Aber ich würde Frauen nicht ausnehmen. Ich glaube, es ist ein Umgang mit, also zwischen Männern und Frauen, den ich einen gepflegten und einen würdigenden Umgang möchte. Also als solchen würde ich mir wünschen. Und ich glaube, das würde uns auch gut tun. Das würde auch vielleicht alle diese Unsicherheiten, die wir momentan erleben, das würde die auch ein wenig glätten und das würde die Menschen auf Augenhöhe sich begegnen lassen. Also so ja. Ist es zurzeit nicht, dass Männer und Frauen in der jetzigen Zeit oder auch, wenn sie älter sind, keinen Umgang miteinander haben. Nein, das möchte ich jetzt schon unterstreichen. Es passieren einfach die Dinge, von denen wir gerade lesen. Es klingt fast so, als dass die zukünftige Generation, die wird die intelligentere sein und die wird einen anderen Umgang mit Frauen haben als die jetzige Generation. Sigmar Schocker, ich habe gesagt, wir wissen nicht, wie sich die anderen entwickeln. Ja. Das sagen die. Aber ist es vielleicht ein Generationenproblem? Der britische Verteidigungsminister, der jetzt ja auch zurückgetreten ist, der hat wörtlich gesagt, er hat eigentlich doch nur eine Frau am Knie berührt. Und vor 15 Jahren, als das noch geschehen ist, war das normal, meinte er. Herr Stocker, würden Sie ja, das unterschreiben, dass wir hier auch eine Art Generationenproblem haben? Heute benimmt sich Mann gegenüber einer Frau einfach anders, als er beispielsweise noch vor 15 Jahren? Ja, das kann sicherlich stimmen. Und ich glaube, heute ist auch die größere Zeit des Respektes da und das ist auch richtig so. Das ist richtig so. Mhm. Nur eben muss man aufpassen, dass es nicht dass man nicht ein Getriebener wird. Von dem möchte ich einfach warnen, weil dann haben wir auch eine Trennung in der Gesellschaft, hier die bösen Männer, hier die guten Frauen. Und das ist etwas, was wir auch als Politiker unbedingt verhindern müssen. Aber dass sich die Zeiten natürlich ändern und dass man heute anders aufwächst, das ist sicher. Und dass auch die Möglichkeit für die Frauen größer sind, irgendwo Hilfe zu suchen. Wenn sie sich selbst nicht getrauen, bei einem Chef sich zu beschweren, dann kann man ja heute zu den Institutionen gehen und um Hilfe und um Rat suchen. Frau Faber, so gesehen, wenn es diese Veränderung in der Gesellschaft gibt, kann man vielleicht Männer auch mit dem neuen Rollenbild der Frauen nicht mehr zurecht? Es verändert sich und man muss sich wirklich auch ganz neu einordnen in die neue Rollenverteilung. Ich sehe da allerdings ein großes Potenzial, wenn ich dann denke, wie den jungen Vätern sich gerade die Welt der Familie eröffnet, die früher den Männern gar nicht mal so bewusst war wahrscheinlich. Also da, glaube ich, hat sich eine sehr positive Veränderung getan. Ich glaube allerdings, dass sich hier auch gerade dieses Thema und auch wie man sich wehren kann und auch wie ein System mit dem Thema Sexismus umgeht, dass das auch sehr von den einzelnen Umfeldern abhängt. Und wenn ich mir denke an sehr männerdominierte Umfelder, wie es die Politik ist, nicht umsonst geht es jetzt ja auch, es geht die Debatte auch sehr viel um die Politik selbst und um Showbusiness, aber auch gerade um Politik. Alle Schichten. Aber ich denke, das sind auch nochmal Umfelder, in denen ein ganz starkes Machtgefälle da ist und wo Männer diese missbrauchen. Und ich kann Ihnen von meinen Erfahrungen im Bozner Gemeinderat zum Beispiel berichten, wo es mit einem sexistischen Witz angefangen hat. Das war der erste Tag, wo ich da war, wo dann zwischen Jungfrau und Flittchen so alles auf der Agenda war, dass einer Frau dort passieren konnte. Also da, oder wie wir es im Regionalrat zum Teil erleben, wie auch mit der Präsidentin Avanzo umgesprungen worden ist. Also da erleben wir solche zotige Momente noch wie in alten Zeiten. Da kann die Politik auch mal nachhaken. Südtiroler Landtag aber nicht. Südtiroler Landtag, glaube ich, ist momentan ein besseres System. Ein Beispiel nenne ich aber noch, aber zuvor würde mich interessieren, was Frau Faber gesagt hat. Haben Männer so gesehen vor sogenannten Neudeutsch-Staffe, also vor starke Frauen Angst, dass sie vielleicht auch auf diese Mittelmethodik des Sexismus, auf diese verbalen Gleisungen zurückgreifen müssen? Sie selbst haben ja eine sehr starke Fraktionssprecherin im Landtag, nämlich Uli Meier. Haben gewisse Männer Angst vor starke Politikerinnen beispielsweise? Nein, also das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Ich zum Beispiel habe kein Problem mit einer starken Uli Meier oder mit starken Frauen. Das ist für mich kein Problem. Uli Meier ist auch vielleicht ein Beispiel, dass man sich wehrt. Ich glaube, wenn Uli Meier jemand etwas Obszönes sagt, dann wird sie sich wehren. Sie braucht, glaube ich, eigentlich nur einen Blick zu machen, dann versteht das Gegenüber, was eigentlich los ist. Ich glaube nicht, dass Mann und Frau so weit auseinander ist. Und ich bin auch der Meinung, dass die Männer die Frauen nicht beleidigen wollen.
Warum, wenn man als Verliererin durch eine Gruppe geht, die gerade getrunken hat, dann hört man immer noch Lieder, wo Frauen beleidigt werden. Heute ist es vielleicht nicht mehr so wie zu deiner Zeit, als du das gemacht hast. Heute ist es vielleicht nicht mehr so. Die Zeiten ändern sich schon. Aber ich glaube, wenn jemand das sagt, dann meint er es ja prinzipiell nicht böse. Vielleicht will er den Coolen spielen und den Großen und den Gescheiten. Das kann ruhig sein. Aber ich finde es viel besser, wenn man sich wehrt und wenn das Gegenüber, der Mann, sich dann auch entschuldigen soll. Das ist meines Erachtens viel wichtiger. Politiker sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Frau Foppa, wir sind schon fast am Ende der Sendezeit angelangt. 2015 hat Landeshauptmann Kompatsch in der Haushaltsdebatte Ihnen Küchenpsychologie vorgeworfen. Ist das ein Beispiel des falschen politischen Stils? Na, ich denke, dass gerade unter Arno Kompatsch auch sich diese sexistische Beruhigung im Landtag ein wenig eingebürgert hat. Deswegen würde ich nicht sagen, dass das für ihn etwa typisch war. Ich glaube, es war eine Entgleisung vielleicht. Es ist ihm halt herausgerutscht. Ich glaube, er hat dann auch verstanden, dass das auch missverstanden werden kann. Solche Dinge können passieren. Wichtig ist, ein Umfeld zu schaffen in der Politik, in den Familien, in den Schulen, in den Betrieben, wo die Würde aller gewährleistet ist, wie es auch die Menschenrechte und das Grundgesetz vorsehen. Also da glaube ich, das liegt es an allen, hier Respekt voreinander zu haben. Dann ist, glaube ich, alles in Ordnung. Ganz kurz noch, Herr Stocker. Jetzt muss ich aber eines sagen, ich bin eine Legislatur länger im Landtag wie die Kollegin Foppa und hier möchte ich schon sagen, das war unter Landeshauptmann Durnwalder auch nicht so, dass der Landtag sexistisch war. Oh, da habe ich aber ganz andere Dinge gehört. Landeshauptmann Durnwalder war sicherlich eine Person, der viel unterm Volk war, viel unterm Volk, viel mehr wie heute alle SVP-Mandatare zusammen. Auch viele Frauen waren bei ihm, haben sich auch gerne abgelichtet mit ihm. Mehr will ich nicht sagen, aber dass der Landtag die 5 Jahre vorher sexistisch war, also gut. Ich sehe hier keinen Unterschied. Da muss man vielleicht noch ein bisschen nachfragen bei den Kolleginnen. Aber dann müssen wir dann die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen einladen. Schlussrunde für heute. Was sind die Lehren aus der Diskussion rund um den Sexismus, auch aus dieser Kampagne MeToo, die einen unglaublichen Erfolg gewissermaßen hatte, zuerst in den USA, jetzt auch in Österreich, Deutschland, in ganz Europa. Frau Foppa, was sind Ihre persönlichen Lehren aus dieser Kampagne oder aus dieser Debatte? Ja, also im Training von Zivilcourage und Gewaltprävention, da sagt man immer, es gibt nicht einen, der austeilt und einen, der einsteckt, in dem Fall einen, der austeilt und eine, die einsteckt, sondern es gibt immer drei, damit Dinge passieren können. Und diese Dritten, das sind die, die zuschauen und die es zulassen. Und das ist auch, glaube ich, das, was diese Kampagne sagt, eine Gesellschaft muss ein Umfeld schaffen, in dem Sexismus nicht mehr an der Tagesordnung ist und sexuelle Gewalt schon gar nicht. Herr Stocker, Sigmar Stocker, eine Frage, auch die letzte, die abschließende für Sie, nämlich ist Ihrer Meinung nach auch nach dieser medial doch weit verbreiteten Kampagne eine normale Kommunikation zwischen Männern und Frauen noch möglich oder haben sich hier die Fronten vielleicht auch verhärtet? Noch haben sich die Fronten nicht verhärtet und eine normale Kommunikation soll bleiben. Es wäre ja ewig schade, wenn wir Angst haben müssen, Komplimente zu machen, Lob zu machen. Wenn man das sich nicht mehr getraut morgen, dann verliert man ja eigentlich viel, viel Menschliches. Und eine Lehre aus der Kampagne ist für mich, dass betroffene Frauen sich wehren sollen und auch Hilfe suchen sollen, wenn es soweit sein sollte. Das lassen wir als Stichwort und als Schlusswort gelten, Frau Foppa, denn wir haben schon ordentlich überzogen, 6 Minuten schon. Für heute ist also vorerst mal ausdiskutiert, aber morgen geht es weiter und dann sogar in einem Mittagsmagazin-Spezial nach den 13 Uhr Radionachrichten. Da können auch Sie anrufen und dem Studiogast, nämlich Maria Hochgruber-Kunzer, Fragen stellen oder einfach Ihre Meinung zu diesem Thema kundtun. Wie gesagt, die kostenlose grüne Telefonnummer sehen Sie derzeit eingeblendet. Ich bedanke mich hier und jetzt bei Brigitte Foppa von den Grünen, bei Sigmar Stocker von den Freiheitlichen für diese angeregte und interessante Diskussion. Hier im Fernsehprogramm stellen wir Ihnen jetzt noch Land und Leute von Niederdorf im Bustertal vor. In diesem Sinne noch einen angenehmen und interessanten Fernsehabend. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.